Hey ihr lieben Leute, ich bin der Bruger, das hier ist Bramble the Mountain King und jetzt lese ich euch mal die Leute vor, die mich monatlich supporten. Adventure86, Amaterasu Hart, Amayaneko, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Kurane, Green Tiger B, Jason Kugel, Jewel Buck, Kaito Kisue, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Lugi, Master Exploder 5000, Mike Kit Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarek 90, Pupo Fischpup, Ralf 66, Rufus Platus, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Vantan und Wölfchen 099. Ja, und damit, ihr lieben Leute, ich bin der Bruger, das hier ist Bramble the Mountain King. Habt ihr vielleicht schon davon gehört, das ist so eine Art Limbo mit, ja, Riesen. Also auf jeden Fall sieht es sehr interessant aus, es gibt auch schon seit längerer Zeit eine Demo. Die habe ich privat nicht gespielt, ich wollte mich da überraschen lassen, aber es hat auf jeden Fall sehr gut ausgesehen. Und jetzt starten wir das Spiel. Ich wollte nochmal sagen, Lost Alone Ultimate habe ich leider abgebrochen. Ich habe dazu schon noch einen Kommentar geschrieben im Community-Tab auf YouTube. Es war nämlich echt nur Hin- und Hergerenne und Gesuche die ganze Zeit und das hat sich noch ewig gestreckt, wahrscheinlich noch ein paar weitere Stunden mit so ein paar, ja, okayen Schockern zwischendrin, so Jumpscares, aber atmosphärisch hat es mich leider ein bisschen kalt gelassen. Deswegen jetzt das und ja, ich glaube, das ist auch die bessere Wahl. Viel Spaß damit. Nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Oh, nett. Dann hier ein Buch. Was ist das? Ach, Figürchen. Oh, das sieht aber niedlich aus, der Junge. Ist das mit der nordischen Mythologie? Also wenn ich den so sehe, das, da denke ich direkt so ein bisschen an Schweden, Norwegen, die Richtung. Oh, guck mal, der Olle und Lillemar. Lillemor? Lille bedeutet klein übrigens. Er ist 8. Die Schwester ist 11. Ach, wie süß. Aber wahrscheinlich ist das Thema nicht so süß von dem Spiel, weil es geht ja unter anderem auch um Tod. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon, the forest seemed to grow colder and darker. The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. Ah, Bramble sind also Dornenranken. Wusste ich jetzt auch nicht. And the girl was never seen again. Oh, das ist ja ein sehr schönes Märchen. Aber die hatten ja damals auch so ein... That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lillemor. Their mother had said before kissing them goodnight. Ich wollte gerade sagen, Märchen hatten ja damals auch was Pädagogisches. Also wenn du nicht auf deine Mama und Papa hörst, dann wirst du sterben. Oder halt grausam verstümmelt oder sonst irgendwas. Oh, wie cool. Oh, oh. Jetzt alle rausgefallen. Physik. Wie gesagt, also auf mich macht es schon mal so ein bisschen den Eindruck, als wäre es ein Limbo, aber ich glaube, es spielt sich dann doch ganz anders im Endeffekt. Mal gucken. Boah, so ein Bild wollte ich eigentlich im Kinderzimmer hängen haben.
Brutal. Ich finde schön, wie sie das betont hat, Lillemor. Oder Lillemor. Mal mitnehmen, oder? Das nicht. Penska, was? Pensticker. Pensticor. Schwedische. Upsi. Schwedische Zündhölzchen. Jetzt halt wirklich leer, wie geil. Das ist voll das coole Detail. Nee, warte, ich glaube, hier sind wir fertig. Schwert. Das mitnehmen. Ach, jetzt kann ich ans Fenster. Habe ich mir alles angeschaut. Hauen wir ab. The darkness outside scared him. But not being with his sister scared him even more. Total geil, ich hab schon so Bock, ne? Ich krieg richtig Gänsehaut. Alter Schwede, das sieht aus wie echt. Naja, fast, aber es sieht sehr, sehr gut aus. The nearby forest was a familiar place during the day. Schleichen, springen. But at night, it was a different story. Rennen. There was no trace of Lillemor, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Der Ulle. Lillemor und Ulle. War süß. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Warte, sieht das gut aus? Das könnte ein Animationsfilm sein, jetzt mal ohne Scherz. So eine Zapfenfigur. Also sie haben halt sehr gute Tricks benutzt, dass es so gut aussieht. War die Schienbeine gebrochen? Beinahe. Geil. Das ist der König. Das fühlt sich halt an wie irgendwie so die Spiele des Genres, ne? So Plattformer. So Limbo so ein bisschen. Wow! Warum ist überhaupt rausgegangen bei dem Wetter? Also bei der Witterung jetzt so nachts gehst du nicht einfach in den Wald. Warte mal, ich will was überprüfen. Da geht's nicht weiter. Okay, ich dachte, da wäre noch was. Das ist automatisch mit dem Balancieren. Also ich muss nichts machen, außer vorwärts zu drücken, von daher. Ich frage mich halt, ob es auch Collectibles gibt. Ich bin ja ein bisschen anfällig für sowas leider. Oh, das ist rutschig. Ah! Jump. Cool, das sieht alles so ein bisschen wie eine Miniatur aus. Oh, wie süß, guck mal. Gewisse Äpfel. Warte, die Physik. Ist das cool oder ist das cool? Selbst so Kleinigkeiten, das wirkt halt alles dann viel lebendiger. Wie cooles Baumhaus haben sie auch noch. Streichhölzer ausleeren oder was? Oh, da ist ein Schlüssel drin.
Sehr gut. Voll cool. Irgendwie gruselig aus mit den toten Augen. Oh, Lilimode Figurin. Ah, das ist eine Figur, die sie geschnitzt hat, wahrscheinlich die Schwester. Also gibt's doch Sammeldinger, ich wusste es. Ah. Das schaffe. War ganz schön wackelig aus. Oh. Ich sag ja, es wirkt alles wie so eine Miniatur hier, aber ich bin, glaube ich, die Miniatur. Ja, guck mal. Wer von den Kastanien oder Apfenmännchen. Au. Schön aus der Stein. A light in the dark. A symbol of hope. A spark of courage. Okay, was kann ich damit anstellen? Ich habe nur in den Optionen gesehen, dass ich Licht werfen kann oder mit Licht irgendwas anleuchten kann. Boah, wie das aussieht, wie schön. Was klingt denn da? Sind das vielleicht? Okay. Ja? There, Lilimur asked. It glimmers beautifully. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Be cool. Let us play, little brother, Lilimur bubbled. See if you can knock down this pine cone. Wow. War gut. Ich will den Stein immer holen, oder? Jetzt meine Waffe, der Stein. Wie cool. Oh. Aber nix. Nein! Pfeif doch drauf! Boah, knapp.
Dachte schon, jetzt passiert ja was, aber es muss ja irgendwie auch starten, das Abenteuer. Scheiße, genau so. Das macht sie aber auch allein hier draußen um die Uhrzeit. Nur singen, also. Oh. They tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Wow, wie weit das runtergeht. Ah. Jetzt ist echt alles riesig und wir sind die Miniatur. Follow me, little brother. I will protect you, Lila Moore said. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. Lillemor loved adventures, and Ulle loved Lillemor. Wäre ich jetzt in den Sporen gestanden, wäre ich vielleicht gestorben, ha? Huh? Ja, Mut ist ganz gut, aber Übermut tut selten gut, ne? Das lernt man ja auch aus Märchen. Dass jemand, der zu wagemutig ist, vielleicht draufgehen kann deswegen. Boah, das ist aber ganz schön reißendes bisschen. Dass ich aber auch nicht sprinten kann, so ein bisschen. Ist er nicht nach Hause wieder so langsam? Oha. Boah. Alter. Ist gefährlich. Ist lebensgefährlich hier. Ich sag doch, Little Nightmares hat's auch so ein bisschen was, ne? Zipfelmännchen. Die eigentlich Kinder sind. Der Unschärfe-Effekt auch. Was? Oha. Oh, eine böse kleine Nymphe oder was? Ah, guck mal da. Finde ich ein bisschen schade. Die Kamera dreht sich gleich schon so, dass man weiß, wo man hin muss. Man kann nicht mal groß erkunden hier. Okay. Geht alles kaputt. Wieder hochkurbeln. Oh. Komm raus. Das ist putzig. Oh. Süß. Voll niedlich. Gnomes are peculiar and playful creatures. Verlinge. They live peacefully in daylight. And keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of. Until this day. Was? Wer isst denn die armen kleinen Viecher auf? Macht man doch nicht. Guck mal. Das ist so niedlich. Gnome-Figurine. Ah ja, wir kriegen von allem eine Figur hier, oder was? Guck mal, die haben Igel als Haustier. Oh. Hat er Angst. Ja, das ist so niedlich gemacht.
Was jetzt? Das ist eine Säge. Sollen wir zum Haus? Oh! Oh, guck mal! Ja, diese kleinen Hütchen, diese Dufthütchen, die man anzündet, irgendwie hat es auch was von denen, finde ich. So, helft, kommt. Aber das sind kleine Kannibalen und fressen uns. Aber wir müssen die jetzt suchen, oder wie? 8 Stück sind's. Wie putze ich das noch? Also ich wette, das wird irgendwann richtig ernst. So, wo seid ihr denn, ihr Schelme? Da ist einer. Da ist einer. 3. Noch 3 Stück. Mach mal Piep. Da einer hat einen Pilz gerade. Nee. Ja, wie süß das ist. Helft mir jetzt. Wie niedlich. Ey, ich krieg Karies gerade. Also richtig. Oh, jetzt sie quietschen, Mann. Verpisst euch. Ja, tschüss. Fress euch. Was macht er denn? Schon wieder weitergerannt. Mensch, Mädchen. Da sind noch mehr. Hallo. Was ist denn für Wesen hier? Guck mal. Oh. Kommt der Opa. Soll ich da jetzt rein oder was? Ich muss jetzt 4 von diesen Viechern finden. Ich muss die reintreiben. Warte, komm her. Oh, die haben nackte Ärsche. Schön drin. Rui. Das sind aus wie die Sklaven. Ein kleines Viecher. Yes! Clap for slavery. Ich sitze auch sowas wie Nutzwesen. Obwohl sie auch humanoid aussehen. Wir können auch bangen, so ein bisschen schwedisch. Death Metal, uts, 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 uts. Ui. Wow. Ich bin echt erstaunt, wie gut das mit der Physik funktioniert hier. Ah. Wir sind bestimmt ein Snack für Frösche. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen aufpassen, oder? Ich rieche Gefahr. Alter, da kommt die Kröte. Lauft! Die Königskröte! Was sieht die aus mit den Haaren? Du
bist köstlich, kleiner Junge. Ich wette, es ist halt nur ein Traum, ist ja irgendwie schon klar, ne? Aber sowas kann schnell zum Albtraum werden. Aber auch nicht warten, ne, Lillemor? Hätt immer gleich vor. Warte jetzt! Rennt noch in ihr Verderben, ich sag's euch. Denn das ist ein Pilz. Meine Tochter läuft übrigens noch so die ganze Zeit. Ist erst 4. Aber sie hopst mehr rum, als dass sie läuft. Alter. Boah. Jetzt kann ich sprinten. Lenemor. Meine Güte, ey. Die sind auch so sorglos, die Kinder. Da kannst du als erstes runterklettern. They were both curious in different ways, while Lillemor quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. Ja, ich glaube, ich bin mehr so wie Ulle. Bin immer sehr interessiert. Suddenly, Ulle was alone again. Ja, wenn die auch nicht wartet, die blöde Kuh. Diese so große Schwester, sie muss auf uns aufpassen. Warte, ich könnte nicht da reinspringen. Aber ich würde mir jetzt nicht die ganze Zeit so einen Brunnen hier angucken, das ist natürlich was anderes. Aber generell so mit Sachen, die mich interessieren, da kann ich mich ewig mit beschäftigen. Auch jetzt noch. Ich würde am liebsten alles auseinanderbauen, um zu sehen, wie es funktioniert. Oh, guck mal, da drüben so ein Hexenkreis, so ein Pilzkreis. Ja. Wir liegen ja wahrscheinlich nicht mal viel, ne? Hier wahrscheinlich so ein paar Gramm einfach nur, wie so ein Insekt. Ach du Scheiße. Ist es creepy. Alter. Lauf, Olle. Oh nein. Der komische Typ. Aus wie so eine menschliche Ratte. So eine Matte. The river was strong and Ulle was weak. He did not stand a chance. Soon the sound of the river faded. Ich kann sagen, Abenteuer zu Ende, Ulle tot. Wie schnell geht dir eigentlich der Tag auch, bitte? Firm ground under his feet again. Ach, sieht voll schön aus, mal wieder. Oder diese Blumen mit den Sklaven drin. Hupa, hupa. Das ist so schön, dieses Spiel, meine Güte. Jetzt kaum in Worte fassen. Hat er immer so einen komischen Klocks an? Ja, wir müssen ja von den Füßen fallen, sag mal.
Weil die Klamotten sind neu. Was? Was? Da ist was falsch. Hat ihr schon mal ein Déjà-vu? Hattet ihr schon mal ein Déjà-vu? Hattet ihr schon mal ein Déjà-vu? Oh, das ist echt so Kinderalbtraummäßig. Also, ich glaube, so Sachen habe ich früher als Kind auch geträumt, dass plötzlich jemand weg war und alles ganz schlimm und. Oh, die Kröte. Die hat uns bestimmt gerettet, oder? Ja, klar. Frog King made sure that his new friend did not drown. Oh. Voll nett. But without his sister, he felt like the loneliest child in the world. Nein. Armer Bursche. He just wanted to find Lillimor and go home. Ja, wie verantwortungslos ist sie denn auch bitte mit 11? Dass sie ihren kleinen Bruder da in den Wald reinlockt. Ja, da weniger. Ach, das war ein Troll, nicht ein Mausrattenmann. Volumetrischer Nebel? Nee. Da? Nee. Wie cool wäre das, wenn der jetzt noch volumetrisch wäre, wenn man durchlaufen könnte, dann wird es hinterher schlieren ziehen. Offensichtlich gab es ja auch mal Mikromenschen in dieser Welt. Ja, siehst du, das ist ein bisschen schade. Man kann immer nur einen Weg gehen. Oder? Also ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es da eine Abzweigung gäbe. Dass man ein bisschen erkunden kann. Oh nein, das sind ja die kleinen Kobolde. Gottchen. Komm ich da hoch? Ah, ich weiß wie. Oh Gottchen. Armes kleines Vieh. Was willst du denn haben, bitte? Das. Und Teddy. Ein Schwein. Nee, ein Hundchen. Oder doch ein Schwein. Ich finde es so schön, dass es auch ohne Sprachausgabe auskommt. Also außer von der Erzählerin. Bestimmt der böse Troll, der hat das hier kaputt gemacht. Warum versuchst du nicht erstmal eine Seite? Das ist doch bestimmt leichter. Immer diese Videospielübertriebenheit. Dass beide Doppeltüren aufstoßen, eine reicht nicht. Muss man die breiten Schultern da durchkriegen mit 8. Boah! Alter! Ist das krank? Fuck. Lillimor! Elb! Warum liegt da ein toter Igel? Da schläft er nur. Acht.
Nein, ich komm nicht mehr. Was hier da rauf? Oh, wie cool. Guck mal, was da ist. Nur mal ein Test. Oh! Alter! Ich sag doch Limbo! Limbo, Bitches! Leute, ich mach mal Schluss hier. Okay, jetzt wissen wir schon, was uns erwartet in dem Spiel. Das ist kein Kinderspiel mehr. Jetzt kommt die blutige Realität. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal für den ersten Part, fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Und wenn ihr mit dabei sein wollt bei den nächsten, dann müsst ihr natürlich wieder draufklicken aufs Video, ne? Also morgen geht's weiter, 20 Uhr. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Dankeschön, auf Wiedersehen.